So, und damit hallo und herzlich willkommen zu, zu LPN05 informierte Folge 2. Heute habe ich so ein paar Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Einige wundern sich aktuell, wo bleibt, Fernseher im Hintergrund angelassen, schon jetzt gerade gemerkt, wo bleibt Need for Speed Most Wanted? Erstmal muss ich sagen, ich habe meinen PC neu installiert, also Windows habe ich neu drauf gemacht, weil er einfach nicht mehr flüssig lief. Ich hatte totale Probleme. Jetzt habe ich auf der Festplattenspeicher alles Mögliche frei. Deswegen hatte ich mir Windows neu installiert. Muss natürlich auch Most Wanted neu installieren. Das habe ich heute gemacht. Muss jetzt noch die Sprachdateien runterladen, weil das Spiel ja eben die Black Edition auf Englisch ist. Deswegen muss ich mir jetzt noch kurz die deutschen Sprachdateien runterladen. Und wenn es gut geht, habt ihr Dienstag wieder Videos. Zudem lag es jetzt auch daran, dass ich es jetzt installiert habe, weil Windows ist schon ein bisschen länger wieder drauf. An diesem Spiel habe ich momentan keinen Spaß. Ich weiß nicht, dass ich es abbrechen möchte, auf keinen Fall. Nervt mich nur manchmal, dass die Folgesacken echt so manchmal total verbuggt oder für den Arsch sind. Und deswegen werde ich diese Folgesack, die wir jetzt im letzten Video hatten, offscreen fahren, also nicht ohne aufnehmen, und werde dann wieder aufnehmen. Also kann sein, wenn ich es morgen nicht gebacken kriege, gibt es Dienstag kein Video. Erst wenn ich die Folgesack hinbekommen habe, und wenn ich versuche es ein, zwei Mal morgen, dann habe ich sicher keinen Bock mehr. Und daran liegt das dann, wann es Most Wanted wieder gibt. Also, deswegen. Dann gibt es noch etwas zu einem Let's Play. Sollte Alien vs. Predator kommen, das muss ich euch leider enttäuschen, das wird es nicht geben. Ich habe schon aufgenommen, erste Mission war ich dabei und immer an einer Stelle kackt das Spiel ab. Mit Aufnahme, ohne Aufnahme, egal was ich mache, ich komme nicht weiter, weil das Spiel konstant immer an dieser Stelle abstürzt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe es auch bei Hello Glow, der hat es ja auch mal in Let's Play schon gesehen, der hatte auch oft das Probleme. Nur ich habe total oft das mit Patchen und alles und ich habe es mir heruntergeladen, deswegen mit Patchen hat sich das bei mir erledigt. Konnte man das Spiel halbwegs spielen und das ist ja echt der größte Scheiß. Ich habe gedacht, es geht wenigstens halbwegs, aber es stürzt immer an dieser Stelle ab, da kannst du machen, was du willst. Und so wie ich gehört habe, gibt es auch später noch Performance-Probleme, etc. Deswegen wird es dieses Projekt leider nicht geben, aber es gibt da so ein Horrorspiel unter Wasser. Das könnte man vielleicht mal angucken. Also ich möchte jetzt nicht sagen, welches, aber ich glaube, die meisten wissen, was ich meine. Das könnte vielleicht kommen, ne? Also da geht so große Väter und kleine Schwestern. Sowas. Vielleicht. Wer weiß. Wenn ihr dazu Lust habt, gibt es das vielleicht? Ja, nicht, wenn ihr dazu Lust habt, wenn ich dazu Lust habe. Ja, dann, die anderen Let's Plays werden jetzt auch wieder häufiger kommen. Minecraft gibt es ja jetzt wieder und da ist ja rege Beteiligung in Comments und so. Also ich anscheinend freut euch extrem wieder drüber, dass ich Minecraft wieder angefangen habe. Ich zocke es auch momentan sehr viel. Und zum Minecraft-Projekt dann noch nebenbei gesagt, kommt mir so nebenbei, ich habe heute mal angefangen, an einem Texture-Pack zu arbeiten, an einem HD-Texture-Pack 64x64, auf Grundlage des Mises-Texture-Packs. Ich werde so ein paar Sachen da behalten, werde aber die Baumtexturen alles abändern, das werde ich so machen, wie ich es haben möchte. Habe ich heute mit angefangen und das heißt nicht, dass in ein, zwei Tagen ihr schon das Texture-Pack haben könnt. Das wird, denke ich mal, ein bis zwei Wochen dauern, weil ich muss Texturen raussuchen, die in Übergang gut sind, weil die Textur muss links so sein, dass das, was rechts an der Textur ist, an das linke anschließen kann. So muss man das immer sehen. Und ich habe zwar heute Texturen schon reingesetzt, ein paar, aber die sind eben an manchen Stellen unterschiedlich hell, dunkel und deswegen sieht man die Übergänge. Und dann muss ich gucken, dass ich da vernünftig raussuche, muss mir nochmal ein paar Seiten suchen, wo ich vernünftig Texturen herbekomme. Und dann bekommt ihr auch ein schickes Texture-Pack. Die Beta des Texture-Packs, so werdet ihr dann, denke ich mal, im nächsten Let's Play Minecraft sehen. Bis dahin, denke ich mal, werde ich was hinbekommen haben. Da werde ich mich bis dahin dran setzen. Und dann sehen wir mal, was draus wird. Das Let's Play wird auf jeden Fall auch weitergehen. Zum Let's Play Let's Play Together GTA San Andreas, was ihr ja anscheinend abgöttisch liebt. Also die Aufrufe und Kommentare und Thumbs Up und alt, krass. Und wie viele auch schon auf dem Server sich rumgetrieben haben, 6, 7 Leute waren es jetzt, glaube ich, schon. Einer hat sich heute sogar noch GTA extra für uns gekauft, deswegen, weil er andere mit uns anmachen will, Leute auf dem Server. Geil, sage ich dann nur. Das habe ich nicht erwartet, dass er so einen guten Anklang findet. Kann nur sein, dass wir vielleicht jetzt zwischenzeitlich den Server mal, diesen Real-Life-Server wechseln, weil ein Kollege von Isaac LP, der hat anscheinend einen eigenen Server, da sind auch manchmal 30, 40 Leute drauf, ist ein Real-Life-Server und der ist auch ein bisschen umfangreicher, der wird noch momentan gescriptet und alles, also da wird noch ein bisschen was dran geändert. Vielleicht wechseln wir auf den, wenn das so kommt, sage ich euch früh genug Bescheid, damit ihr mitspielen könnt. Vorzeitig spielen wir erstmal auf den wir jetzt momentan das Let's Play machen, da wird es auch, denke ich, noch mal ein paar Folgen drauf geben. Wenn es sich ändert, mache ich ein Infovideo und dann könnt ihr eben mitwechseln. Ist ja nicht das Problem, den Server zu wechseln. Ist mir klar, dass ihr dann schon einiges aufgebaut habt, haben wir jetzt zwar auch, aber könnt ihr eben dann direkt mit uns zusammen neu anfangen. Ist ja auch was. Ich muss hier gerade
komische Blicke, weil ich gucke gerade, Mr. Bean macht Ferien. Ja, genau. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun. Also, was hatten wir jetzt? Habe ich alles abgehakt? Ja, glaube. Ich kann ja jetzt schon mal so ein Let's Play ankündigen, was aber total schon total weit weg ist noch, Battlefield 3. Ach, könnte man ja jetzt schon so ankündigen, wenn man möchte, weil zu Weihnachten gibt es einen schönen PC. Ich könnte euch ja sagen, wenn ihr möchtet, was der so drin haben soll, also wenn das vom Geld her reicht. Also, kann ich euch jetzt schon mal sagen, was es für Weihnachten bei mir im PC gibt. Ihr könnt mir ja sagen, was für Verbesserungen machen könnte und wo ich vielleicht Geld einsparen könnte. Also seht ihr jetzt gleich erstmal die Liste und ich sage euch grundsätzlich schon mal, was es drin haben wird. Warte mal. Ja, YouTube, bla bla bla. Warte, ich muss mal kurz die Liste suchen. Wo habe ich sie denn da? Also, erstmal will ich mir eine GTX 480 reinbauen lassen. Für knapp 400, für knapp 250 Euro. Vielleicht gibt es ja hier Alternativen. Ich möchte möglichst in Nvidia wegen 3D und so. Ihr wisst schon. Vielleicht gibt es eine Alternative für die GTX 480. Die kostet knapp 250 Euro. Die möchte ich einmal haben. Dann 8 GB RAM DDR3. Dann den stärksten, ich glaube, es ist der stärkste AMD Phenom X6 1100T mit satten 3,3 GHz mal 6. Oha, das ist so schön. Ich freue mich schon auf das Ding alleine. Und eben. Das war, ja, das sind die Hauptgrundsachen, die ich haben möchte. Also eben einen Phenom X6 1100T, 8 GB Arbeitsspeicher und ein GTX 480. Wenn ihr irgendwelche anderen Sachen kennt, die vielleicht besser sind als als diese Dinger, oder irgendwie Tacken vielleicht deutlich besser sind und vielleicht ein bisschen mehr kosten, das könnte man vielleicht noch mit einplanen. Dann könnt ihr mir das gerne unten reinschreiben, weil mich würde es freuen, weil ich möchte ja einen möglichst guten Gaming-PC zu Weihnachten bekommen, wo dann auch zum Beispiel Battlefield 3 flüssigst drauf laufen könnte und Let's Play machen könnte. Sowas in der Art. Weil das Spiel wird ein Must-Have sein, was ich mir holen werde für PC und nicht für PS3 diesmal. Gut, das ist alles, was ich in diesem LPN05 formiert Folge 2 sagen wollte. Ich bin LPN05, hä? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.